In der heutigen Folge versuchen wir das Vieh loszuwerden. Aber zuerst essen wir mal wieder was. Was leckeres Essen. Fackel haben wir 3, das ist schon mal gut. Trockenfleisch. So lecker. Tja. Als erstes müssen wir den Lift hochschicken. Oder den Fahrstuhl, wie man will. Das tun wir auch gleich mal. Dann machen wir das mal. Hat das geklappt? Ich kann mich nicht bewegen. Hallo? Spiel scheint aber noch zu laufen, ne? Ich weiß nicht genau, was das jetzt gebracht hat. Verdammt, was ist das? Oh oh. Nein! Oh nein! Hau ab, Mann! Bleib doch nicht stehen! Oh fuck, ich muss rennen! Ja, renn! Nein, doch nicht in diese Richtung! Oh! Alter, wir sind tot! Nein! Nein, 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 nein! Vieh, hau ab! Alter, Alter, ist er schnell! Alter, ist er schnell! Alter, ist er schnell! Alter, Alter, Alter! Lass mich, lass mich, lass mich! Nein, ich will nicht sterben! Scheiße, scheiße! Wo ist hier der scheiß Durchgang? Nein! Wo ist der scheiß Durchgang? Hier! Renn! Nein! Boah! Nein! Falsche Richtung! Du Idiot! Lauf! Lauf doch! Alter, ist das krass! Alter, ist das krass! Ich weiß nicht, wo ich hin muss! Also eigentlich schon, aber ich weiß nicht, welcher Durchgang wo ist. Ich kann mich vielleicht hier verstecken. Nicht jetzt? Warum denn nicht? Kann ich eine Fackel setzen und dann kommt er nicht nach? Okay, dann halt nicht. Lass mich. Oh Gott, oh Gott. Das ist richtig krass. Scheiß Vieh, hau ab, hau ab. Ich hab kein Licht mehr. Ich hab kein Licht mehr. Nein. Ich sehe nichts mehr. Ich weiß echt nicht, wo ich hin muss. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Alter, ich sehe nichts. Bin ich tot? Scheiße, ich bin tot. Boah, bevor ich flüchte, muss ich mir den Weg einprägen, den ich nehmen muss. Das ist ja so mies. Richtig krass. Warum ist er denn nicht in die andere Richtung geflüchtet, ey? Verdammt. Das ist ganz schön anstrengend. So, kann ich vielleicht hier schon Batterien tauschen? Oh, ich habe keine Batterien mehr. Na super. Also jetzt muss ich gucken. Da ist der Fahrstuhl. Dann Durchgang, Durchgang, dann hier hinten durch, dann da durch. Da. Wir müssen mit den Viechern durch und dann die Treppe hoch. Boah, können wir das schaffen, ey? So krass. Vielleicht muss ich das Licht abmachen, sonst kommen wir hier gar nicht durch. So. Dann essen wir noch was schnell. Wie hier das Trockenfleisch. Und dann versuchen wir das Ganze nochmal. Oh Mann, ich will doch gar nicht. Warum muss das so schwer sein? Okay, okay. Ich stehe an den Startlöchern. Ich bin bereit. Seid ihr bereit? Schade, dass die Fackel nichts bringt. Das heißt warten. Und warten. Und warten. Böses Vieh. Okay, es kommt, es kommt. Du solltest doch jetzt schon laufen, verdammt. Okay, los geht's, los geht's. Renn. Ich sehe nichts, verdammt. Ich brauche das Licht. Oh, scheiße, das Vieh ist so schnell, ey. Hau ab. Aber wenn es mich packen will und ich renne, dann
erwischt er mich nicht, oder? Glück gehabt. Renn doch. Boah, diesmal schaffen wir es. Komm schon, komm schon, komm schon. Durchgang. Weiter rennen. Ah, ich bin falsch wieder. Fuck. Das war doof, das war doof, das war doof. Die Taschenlampe neigt sich dem Ende zu. Oh Mann, ey. Nein. Nein, 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 nein. Du kriegst mich nicht. Ich schwöre dir, du kriegst mich nicht. Bleib dahin, bleib dahin. Weiter rennen. Oh, kommen jetzt hier die drei Viecher nochmal? Ich glaube nicht, oder? Es sieht gut aus, es sieht gut aus. Ich habe aber fast kein Licht mehr. Und jetzt weiß ich nicht wohin. Wo bin ich? Zum Teufel, das war falsch. Oh, wir leben noch. Ich glaube es ja nicht. Wir leben noch, wir leben noch. Ich weiß nicht wohin. Wo bin ich zum Teufel? Das Vieh verfolgt mich und ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Oh, weg hier. Boah, er kommt nicht durch. Alter Schwede, irgendwie haben wir es geschafft. Ich habe keine Ahnung wie, aber wir haben es geschafft. Jetzt irgendwo zu einem Speicherpunkt. Fragezeichen. Ach, das schießt oben, oder? Ne, wo sind wir? Aber wir sind in der zweiten Etage. Das Riesenvieh müsste ja jetzt da weg sein. Ist das hier? Ja. Das müsste jetzt weg sein. Da gehen wir auch gleich hin. Aber zuerst will ich speichern gehen. Irgendwo. Hier ist das Riesenvieh. Da müssen wir noch ein bisschen weiter. Hier. Schnell, schnell, schnell. Boah, das war richtig übel. Ah, und jetzt habe ich keine Batterien mehr. Kannst du mir vielleicht Batterien geben? Das wäre nett von dir. Ich brauche Batterien. Hallo nochmal. Hast du es schon herausgefunden? Wieso ich eine Kiste... Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Tja, nicht zu verstecken. Gibst du mir was? Ja, ich brauche Hilfe. Was habe ich jetzt gekriegt? Batterien wären super. Aber wir haben, glaube ich, eher was zu essen gekriegt. Batterie 2. Nee, das sieht gut aus. Ich hole mir noch ein paar Pillen. Puh. Da haben wir wieder einiges geschafft. Mann, ist das nervenaufreibend. So, Pillen mitgenommen. Und dann wollen wir mal zurückgehen in den Raum, in dem vorher das Monster war. Das haben wir jetzt in den Keller verfrachtet. Ich hoffe, wir müssen nicht mehr in den Keller zurückgehen. So, eine Batterie eingelegt. Und dann wollen wir das Ganze mal angehen. Mal sehen, hier ist ein Spiegel. Ich glaube, den aktivieren wir mal. Wir müssen ja halt schnell hin und her reisen, aber ist ja nicht so schlimm. So, hier ist eine Tür. Es ist Essenszeit. Na super. Dann ist halt was. Wir haben noch eine Orange. Das ist riskant. Du isst jetzt, verdammt. So. Hier ist der Fahrstuhl. Achso, das ist die Tür nach draußen wieder. Gut, was gibt es denn hier? Ich kann es nicht glauben. Ich habe es geschafft. Endlich. Ich sollte nach draußen gehen. Das tut mir sicher gut. Andererseits tötet mich das vielleicht. Mir macht es nichts aus, ehrlich zu sein. Treten verfaulich wie diese Wesen. Wir gehen jetzt raus. Nun, es ist Zeit zu gehen. Krissel, Krissel?
Ah, wir sind draußen. Kleiner Schlüssel. Ich denke, sie ist zugerostet. Keine Chance, sie zu öffnen. Na gut. Hier gibt's eine Treppe. Ach, führt die vielleicht zu unserer Wohnung? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Obwohl, ich finde, dann speichern wir gleich nochmal, komm. Immer alles abspeichern schön, damit man das nicht nochmal wiederholen muss. Da bin ich ein Freund von. Das ist vielleicht schon das letzte Mal, dass wir in unserer Wohnung sind, wer weiß. Schließlich können wir uns jetzt hier draußen umsehen. Ich will auch gar nicht mehr hinein, ich will hier weg. Hier gibt es eine Straße. Ah, ganz. Ist hier jemand drin? Gibt es hier vielleicht Munition? Irgendwie. Was? Das hat mich irgendwie angespuckt. Alter! Stirb, du scheiß Vieh! Boah, wie viel Munition ich jetzt gerade verballert habe. Übel. Boah, ich habe keine Munition mehr. Hey, nicht mein Ding. Was? Nimm die scheiß Schrot mit, Alter. Eine ist zu groß, die andere zu klein. Ach Mann, sei doch nicht so wählerisch. Hey, hier ist hier jemand drin? Wer bist du? Bist du noch menschlich? Yeah. Gott sei Dank, bist du noch am Leben. Lass mich rein. Hier drin ist nicht sicher. Okay, einen Moment. Aber du musst dein Licht ausschalten. In Ordnung. Zusammenkauernde Gestalt. Danke, dass du mich da hinten gerettet hast. Wie ist dein Name? Ich bin Hank. Was willst du von mir, Mann? Mir geht es echt nicht gut. Nun, ich suche nach Menschen. Hä? Yeah. Nun, so ungefähr. Als Menschen würde ich mich kaum beschreiben. Zu diesem Zeitpunkt. Einer dieser Mistkerle hat mich erwischt. Verstehst du? Ich versuche mich so gut es geht zu wehren. Aber ich merke, wie es langsam ausbricht. Es hat mit einem Jucken begonnen, weißt du? Dann konnte ich es nicht mehr aufhalten, weißt du? Verdammt, tut mir leid, das zu hören. Dann wirst du dich in einen von ihnen verwandeln? Wird das passieren? So sagt man. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Information. Information ist begrenzt. Über dieses Thema. Wow, mir geht es wirklich schlechter. Werde ich es auch bekommen? Es muss ein Gegenmittel geben. Ich bin sicher, wenn wir weitersuchen. Irgendwo da draußen ist ein Gegengift. Es muss eins geben. Weiß nicht, Mann. Wie soll das heilen, wenn man umgekrempelt wird? Der Überlebenswille ist noch da, oder? Ein Grund, warum ich noch nicht aufgegeben habe. Egal. Wie du siehst, habe ich keine Vorräte mehr. Ich kann dir nur Munition geben. Ich sehe, dir gefällt deine Pistole, Bruder. Es ist gut, eine zu haben. Nun, was ich wirklich will, sind Pillen, Mann. Gib mir eine dieser blauen. Dann gebe ich dir einen Ladestreifen. Wie klingt das? Klingt fair. Ich könnte eine Quelle haben. Okay, mal sehen, was ich ausgraben kann. Halte durch, Hank. Achte nur auf diese Verrückten. Lässt du sie zu nahe kommen, endest du wie ich. Wir haben blaue Pillen. Hank, ich habe die blauen Pillen, die du wolltest. Kann ich die gegen Munition tauschen? Eine blaue für einen Ladestreifen. Yeah, das ist ein Geschäft, Mann. Danke, Bruder. Kann ich das mehrmals... Oh, kannst du das Licht ausmachen, Bruder? Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Danke, dass du das Licht abgeschaltet hast, Mann. Kann ich das nochmal machen, irgendwie? Hank? Ah, super, bei ihm können wir immer Munition holen. Ey, das mache ich gleich. Nein! Das war der falsche Knopf, Entschuldigung. Okay, dir geht es schlechter, oder? Ja, ihm geht es definitiv schlechter. Wir haben noch eine blaue Pille. Die geben wir ihm noch. Dann haben wir echt Munition. Bist du okay, Hank? Fleisch. Fleisch. Wenn ich nur Fleisch bekommen könnte. Ich sollte dir keine Pillen mehr geben.
Besser nicht. Ist verschlossen und verriegelt. Sie sind komplett leer. Selbst wenn was zu essen da wäre. Ich habe vor einiger Zeit meinen Appetit verloren. Falls du verhungerst, ich weiß, wo es was gibt. Geh zum Lebensmittelladen in der Oststraße. Das ist wirklich seltsam, Mann. Jemand füllt täglich die Regale wieder auf. Könnte eines dieser Wesen sein, was immer noch seinen alten Job macht. Verrückt. Danke für den Tipp, mein Freund. Kein Problem. Auf jeden Fall besser als Ratten zu essen. Yeah, ich denke, das ist es. Definitiv. Danke, Hank. Boah, jetzt haben wir schön viel Munition. Aber der arme Hank, ey. Für ihn können wir, glaube ich, nichts mehr tun. Zwei Viecher. Und tschüss. Ich gehe zurück und speichere. Was gibt's denn hier? Verstecken. Hier können wir uns verstecken. Cool, jetzt sind wir also auf der Straße draußen. Das ist ja auch mal wieder nice. Verdammt, ich wünschte, ich hätte was zu essen. Ja, wir könnten morgen was essen. Und damit endet auch diese Folge wieder. Wir haben wieder einiges erreicht. Wir können das Gebäude nun verlassen. Haben eine Munitionsquelle. Aber ob es so gut ist, dem so viele Pillen zu geben, naja. Wir sehen uns definitiv morgen wieder, Leute. Ciao.